So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich suche verschiedene Rohrzangen. Ihr seht auf der Map, die 5 Stück werden schon eingeblendet. Ich gehe auf jedes jetzt einzeln ein und keine Panik. Das in dem Titel ist kein Clickbait oder so. Wir machen wirklich Skin-Verlosungen und wir stehen kurz vor den 4000 Abonnenten. Also, wenn du irgendwie ein bisschen einen kleinen YouTuber unterstützen willst, der sich jede Woche hinsetzt und für dich die Aufgaben macht, lass doch gerne ein Abo da, damit wir die 4000 Abonnenten schaffen. Ich gehe jetzt kurz ganz schnell auf die 4 Punkte ein. Also hier oben müssen wir als erstes hin, weil da der Leuchtturm ist. Also am Leuchtturm oben drauf ist die erste Rohrzange. Dann haben wir des Weiteren, wo ist die nächste? Bei Steamy Stacks. Steamy Stacks ist ganz einfach zwischen den zwei großen Türmen. Da hinten das Gebäude, auf der rechten Seite im Gebäude findet ihr die zweite Rohrzange. Dann haben wir ganz rechts Dirty Dogs. Da müsst ihr unterhalb vom großen Gebäude, da ist die nächste versteckt. Dann haben wir die nächste unten bei Misty. Da habt ihr ja dieses Metallmännchen. Das Metallmännchen hat die Rohrzange quasi in der Hand. Und zu guter Letzt unter Holly Hatches, da wo diese Holzhütten sind, da ist ja noch so ein Metallgebäude und da findet ihr die fünfte. Das Ganze könnt ihr euch natürlich jetzt noch so angucken, wo genau die Standorte sind, denn ich werde jetzt jedes einzelne aufsuchen. So, wo mache ich das Ganze? In Gruppenkeile. Ich denke mal, wir machen es ganz einfach, wir gehen immer schnell in die Runde rein, holen uns die Rohrzange, gehen direkt wieder in die nächste Runde rein, weil die sind einfach so weit auseinander, die Punkte, dass man die kaum in einer Runde machen kann. Wir gucken mal, vielleicht können wir Steamy Stacks und Dirty Dogs verbinden, auch das bei Slurpee bzw. unter Holly Hatches mit Misty verbinden, aber der Leuchtturm zum Beispiel, der ist nur solo kurz einmal hinfliegen, abholen, nächste Runde. Ihr wisst ja, ich zeige euch auch, dass das Ganze funktioniert und nicht immer irgendwie, ja, ihr müsst dahin, da wird die dann auftauchen. Ich weiß nicht, die Videos feiere ich irgendwie nicht so. Ist natürlich die kürzere Variante, aber die ganz kurze Variante ist einfach Google, goldene Zange und dann kriegt ihr es auch genau angezeigt. Aber wir machen das Ganze halt natürlich jetzt im Video in einem Rutsch. So, wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, dann gehe ich direkt hier hin. Die ist nämlich da und von da aus gehe ich dann zu dem Menace rüber. Mit dem Boot müsste ich eigentlich da recht zügig sein. So, das ist halt wieder eine Aufgabe. Naja, einmal komplett über die Map verteilt, das ist wieder nicht gut für Gruppenkeile, weil die Leute werden einfach da landen, werden sich ausloggen. Das ist wieder da, wo wir dann am Ende 5 gegen 5 spielen. Aber das ist halt einfach so. Wir können einfach echt froh sein, dass wir Gruppenkeile haben. Weil wenn wir das immer in Solo-Runden machen müssten, das wäre dann noch anstrengender. So, hier in der Mitte ist dieses Metall-Dingsbums. Warte, wo ist sie? Wo sind hier die Zange? Zange, 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 Zange. Na, ah, hier ist sie. Einmal durchsuchen, zack, das haben wir geschafft. Da sind es nur noch 4. Jetzt muss ich nur ganz schnell gucken, war hier ein Motorboot? Da hinten ist ein Motorboot. Jetzt müssen wir nämlich Gas geben, weil wir müssen, wie gesagt, da wo er hier ist, hin. Aber ich denke mal, die werden wir definitiv noch in einer Runde hinkriegen. Und die anderen müssen wir halt dann in der nächsten Runde direkt holen. Also so würde ich es halt machen. Beziehungsweise so mache ich es ja. Ich werde euch natürlich genau zeigen, wo alles ist. Das war halt jetzt wie gesagt das erste. Boah, das Motorboot ist immer so lahm. Und wie gesagt, wenn ich dir damit helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, damit wir endlich die 4000 Abonnenten schaffen. Was echt schon eine krasse Zahl ist in meinen Augen. Da sehen wir auch schon das Männchen. Da müssen wir nämlich hin. Habt ihr auch immer dieses Verlangen? Immer diesen Boost durch. Komm schneller. Gut, man könnte das Ganze auch mit dem Heli machen, aber Helis sind ja in Gruppenkeile nicht da. Also müssen wir das Ganze ein bisschen anders machen. Dann. Komm, kriegen wir noch einen Boost. Und zack. Wir sehen schon, einer war schon mal hier. Zack. Hier vorne ist es. Einfach hier hoch und abfahrt. So, dann haben wir schon 2 von 5.
Wie gesagt, die anderen werden wir nicht mehr schaffen. Deshalb werde ich jetzt die nächsten, denke ich mal, beim Leuchtturm holen oder halt Dirty Dogs oder Steamy Stacks. Warum da? Weil da halt die anderen drei sind. Das Problem ist natürlich in Gruppenkeil. Ich bin gerade überlegen, ob ich die eine nicht in Solo machen soll, weil da sind wir auf jeden Fall. Obwohl, es kommt immer darauf an, wie der Bus kommt. Also die Reihenfolge müsst ihr euch wirklich aussuchen, wie der Bus kommt, weil sonst wird das Ganze ein bisschen kompliziert, wenn ihr die ganze Zeit durch die Map reisen wollt. Ihr könnt euch natürlich auch einen Heli schnappen im Solo-Modus und dann einfach das Ganze einmal im Kreis abfliegen. Ist natürlich auch eine Variante, aber jetzt in der Aufnahme, ja, ist ein bisschen schwierig, weil wenn wir vom Himmel geholt werden, dann sieht es natürlich ein bisschen blöd aus mit der Aufgabe, aber ich will, denk mal, wir kriegen das ganz easy hin. Also da sehe ich eigentlich gar nicht so das große Problem. Klar, ich könnte euch das jetzt auch alles zusammenschneiden, aber bei mir ist ja immer so, ich zeige euch so, wie ich es mache, in Live-Zeit quasi umgeschnitten. Weil, habe ich ja eben schon gesagt, dann könnte ich euch auch ganz kurz zeigen, fünf Bilder einblenden, da habe ich es geholt, da habe ich es geholt, da habe ich es geholt. Und dann wären wir auch in einer Minute fertig. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Einmal Dirty Dogs, Steamy Stacks, ja, das ist natürlich jetzt ganz toll. Weil im Prinzip wäre die beste Route für uns, wäre jetzt, wenn wir in dem roten Bus wären. Aber ich denke mal, Dirty Dogs werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir probieren es einfach, sagen wir mal so. So, erstmal komplett rüberfliegen. Man kennt es. Ja. Dann. Ich hoffe halt wirklich, dass der jetzt auch nicht unbedingt irgendein Dulli rumturnt. So, das Ganze finden wir hier in dem Bereich. Ja, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber da werden safe Gegner sein. Aber ich hoffe halt einfach mal, dass wir Glück haben, können die Uhrzeiger einsammeln und dann wieder Abfahrt. Weil gerade heute Morgen werden, denke ich mal, viele schon die Aufgaben noch machen. Obwohl, ich bin schon einen Tag zu spät, eigentlich dürfte da eigentlich schon so rum sein. Aber man weiß ja nie. So, jetzt muss ich hier gerade selber nochmal gucken, wo ist diese Blechbüchse? Ich meine, da unten wäre die, oder? Hier ist das Ganze. Ich muss gerade selber gucken. Ach, da unten ist er schon. Und Abfahrt. So, jetzt irgendwie noch hier rausbauen. Vielleicht schaffen wir es nämlich doch noch rüber zu Steamy Stacks, weil wir müssen genau dahin. Ich meine, wir haben eigentlich genug Zeit. Aber dann können wir wirklich die letzte einfach nur mit dem Fallschirm ab zum Leuchtturm. Gut ist, wenn man durchspammt, ist auch immer blöd. Ah, doch, das da hinten zu Steamy Stacks müssten wir eigentlich schaffen. Wenn uns nicht irgendein Dulli jetzt runterschießt. Habe ich richtig markiert? Leute, ich renne hier voll falsch. Wir haben doch das hier noch. Ach, noch eine XP-Münze. Ah, wir wollen ja noch ein bisschen leveln. Die holen wir uns natürlich auch noch mit. Zack. So. Dann einmal noch darüber. Ja, die werden wir safe hinkriegen. Da machen wir jetzt keinen Kopf. Und dann ist die letzte, wie gesagt, noch am Leuchtturm. Und dann werdet auch ihr alle fünf Stück haben. Und dann können wir auch schon zur nächsten Aufgabe. Ich sag ja, die Aufgaben sind generell nicht mehr so schwer, finde ich. Für uns YouTuber in Anführungszeichen, die angefangen haben mit YouTube wegen den Aufgaben etc., für uns ist es natürlich blöd, dass ihr genau auf der Map angezeigt bekommt, wo die Dinger schon sind. Das heißt, rein theoretisch bräuchte man YouTube-technisch überhaupt keine Missionen mehr machen. Aber es gibt halt immer noch viele, die trotzdem danach suchen. Hier oben seht ihr, da ist der Schlüssel versteckt. Zack, einmal durchsuchen. So, Leuchtturm. Ja, Leuchtturm ist zu weit weg. Leuchtturm müssen wir in der nächsten Runde machen. Abfahrt nochmal raus. Jetzt müssen wir nämlich noch einmal zum Leuchtturm und dann haben wir nämlich die 5 schon eingesammelt, holen uns die XP natürlich auch noch mit. Und
Wie gesagt, die ganze Mission besteht eigentlich nur aus Einloggen, Ausloggen, Einloggen, Ausloggen. Das ist eigentlich so blöd gemacht teilweise. Das ist auch der Grund, wenn die Aufgaben rauskommen, dass dann nur noch 80 Leute direkt leben. Aber ich denke mal, am Leuchtturm, die werdet ihr auch alleine finden. Ich gehe jetzt noch schnell rein. Wir müssen das Video nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Einfach zum Leuchtturm, da ist der letzte oben drauf. Und dann würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen, danke für den ganzen Support und haut rein.